den 75. Filmfestspielen von Cannes wurden am Samstagabend die Preise vergeben. Zahlreiche europäische Filme wurden geehrt. Die Goldene Palme gewann Ruben Östlund für seinen Film Triangle of Sadness. Damit tritt er in den sehr exklusiven Kreis der zweifachen Palmengewinner ein. 2017 wurde er bereits für seine Sozialsatire The Square ausgezeichnet. Im Film geht eine Luxusjacht mit Milliardären und Models unter. Sie werden an den Strand einer Wüsteninsel gespült. Und dort sind natürlich alle Hierarchien weg. Das ist ein Riesenspaß, wenn die Hierarchie sich verschiebt. Man nehme ein Luxusschiff, einen russischen Multimilliardär, einen marxistischen US-Kapitän, ein geldbesessenes Influencer-Paar und eine philippinische Crew. Und schon hat man eine Yacht, die ein bisschen an die Titanic erinnert. Der Film kommt im Herbst in Europa in die Kinos. Ronald Reagan, funny guy. Der junge belgische Regisseur Lucas Dont sowie Claire Denis wurden mit dem großen Preis der Jury ausgezeichnet. Wir sind ein einzigartiges Land mit vielen Sprachen. Daher ist es für mich wichtig, einen Film zu machen, in dem mehrere Sprachen gesprochen werden. Viel zu oft denkt man nur in einer Sprache. Und ich möchte, wie bei allem anderen, diese Grenzen aufbrechen und einen Film machen, in dem mehrere Dinge nebeneinander existieren. Eine Ode an die Zärtlichkeit, die den Übergang zweier Jugendfreunde in die Erwachsenenwelt aus nächster Nähe verfolgt. Ein Juwel an Zartheit und Genauigkeit, wunderbar dargestellt vom jungen belgischen Schauspieler Eden Dombrin. Ein weiterer belgischer Film, koproduziert mit Frankreich und Italien, erhielt den Preis der Jury, Le Otto Montagne. Es war sehr bereichernd, in das italienische Kino einzutauchen, mit großartigen italienischen Schauspielern zu arbeiten. Es war ein Traum, sehr europäisch zu arbeiten. Es macht Sinn, Europa auf diese Weise zu vereinen. Der Film erzählt die Geschichte zweier Männer, die sich als Kinder in Grana im Aostatal kennenlernen. Während das Stadtkind Pietro in die Welt zieht, hat Bruno sein Heimatdorf nie verlassen. 20 Jahre später treffen sich die Freunde in Grana wieder. Ciao Pietro. Die Iranerin Sah Amir Ebrahimi wurde mit dem Preis für die beste weibliche Hauptrolle im Thriller Holy Spider des iranischstämmigen Dänen Ali Abbasi ausgezeichnet. Dieser Preis ist wirklich eine Botschaft. Man hat mich aus meiner Heimat verjagt. Man wollte, dass ich nicht mehr existiere, nicht mehr arbeite, nicht mehr spiele. Aber ich bin hier und ich habe diesen Preis bekommen. Das ist eine starke Botschaft. In Holy Spider spielt Sah Amir Ebrahimi eine Journalistin, die gegen einen Serienmörder von Prostituierten ermittelt. Dabei taucht sie tief in die iranische Gesellschaft ein. Der Film kommt ab Juni überall in Europa in die Kinos.